Herzlich willkommen zur letzten Andacht in dieser Osterwoche. Ich möchte mit euch die Verse 36 bis 37 lesen aus dem 18. Kapitel. Dort steht Jesus vor Pilatus und Pilatus fragt ihn: Wer bist du? Dann antwortet Jesus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich glaube, das ist manchmal wichtig, dass wir das von Jesus noch so deutlich hören. Denn wir Christen stehen manchmal in der Gefahr, in dieser Welt stecken zu bleiben. Und das, was wir hier sehen, was wir erleben, was wir an Mächten und Wirklichkeiten erfahren, das für die ganze Wahrheit zu halten. Aber als Menschen, die zu Jesus gehören, haben wir etwas, was weit darüber hinausgeht. Das hier ist nur ein kleines Vorspiel von dem, was kommt. Und das Reich, was Jesus beherrscht, umfasst auch diese Welt. Ja, das ist wahr. Aber es geht weit darüber hinaus. Es geht weit über dieses Leben hinaus. Wir haben seit Ostern eine Hoffnung, die geht über das hinaus, was wir sehen. Die geht über das hinaus, was auch vom Tod begrenzt wird. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nein, Jesus nimmt uns hinein in eine ganz neue Dimension von Existenz, in eine Dimension, in der das Sichtbare nicht mehr das letzte Wort hat, sondern in eine Dimension, in der der unsichtbare, lebendige Gott das letzte Wort hat. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass nicht mehr das Sichtbare uns beherrscht, sondern dass der Gott, der unsichtbar für uns auf dem Thron im Himmel sitzt, dass der jetzt das letzte Wort in unserem Leben hat, in unserer Existenz hat, dass der auf uns wartet, dass das der König ist, von dem wir reden, ein König, der über allen anderen Königen steht, weil sein Reich so viel größer ist. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Wie oft kämpfen wir hier auf der Erde Kämpfe, die gar nicht nötig sind, weil sie nicht ins Zentrum gehen. Wie oft verwechseln Menschen auch das Reich Gottes mit ihren Vorstellungen in dieser Welt davon. Es ist eine bittere Erfahrung, dass immer dort, wo Kirche viel Einfluss in der Welt gewonnen hat, wo sie Macht gewonnen hat, dass sie dort ihrem eigentlichen Auftrag untreu geworden ist. Deshalb ist es immer gut, wenn wir uns daran erinnern, dass wenn Jesus herrscht, es zwar Auswirkungen auf diese Welt hat, aber dass es nicht aus dieser Welt kommt und dass das Ziel auch nicht diese Welt ist. Jesus ist gekommen, um die Begegnung mit dem Vater neu zu machen. Das ist der Kern. Jesus ist gekommen, damit wir als verlorene Schafe wieder beim guten Hirten sein können. Jesus ist gekommen, damit mitten im Tod und im Sterben wir erfahren, wenn Jesus da ist, ist Leben da. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es fängt hier an, aber es geht um so viel mehr. Ostern dürfen wir uns darüber freuen, dass Jesus uns die Tür aufgemacht hat in seine Ewigkeit. Das Beste kommt noch, ihr Lieben. Das Beste kommt noch. Jesus, danke. Danke dafür, dass du uns den Blick öffnest, die Tür öffnest in deine Ewigkeit, in deine Wirklichkeit. Du bist wirklich der König, der über allen Königen steht. Dein Wort ist Wahrheit. Dein Wort ist Leben. Jesus, danke für dieses Osterfest, mitten in dieser Chaoszeit, in der wir stecken. Danke, dass du Leben gibst über all die sichtbaren Dinge hinaus.
Jesus, wir wollen auf dich schauen. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unser Leben. Amen.